Wie kommt man auf Q' gleich Q? Das ist natürlich der entscheidende Punkt hier. Ne? Ich habe hier einen Bruch. Vorhin habe ich gesagt, Q, der Bruch, wenn sich ein Zahlenstrahl mal vorstellen, lauter ganze Zahlen hier, ja, dann habe ich irgendwo ein Q und ein Q plus 1 als ganze Zahlen. Und wenn ich einen Bruch habe, mein A durch B, das kann zum Beispiel hier liegen. Ja? Ein Bruch liegt zwischen zwei aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen oder drauf. Also entweder A durch B geht auf die Division, dann liegt es auf einer ganzen Zahl Q oder zwischen zwei aufeinanderfolgenden. Jetzt weiß ich, mein A durch B liegt zwischen Q und Q plus 1. Jetzt habe ich gezeigt, mein A durch B liegt aber auch zwischen Q' und Q' plus 1. Wenn ich den Zahlenstrahl betrachte, kann mein Q' aber nicht wo völlig anders liegen. Mein A durch B liegt ja an einer Position auf dem Zahlenstrahl. Das heißt, wenn A durch B zwischen Q' und Q' plus 1 liegt, müssen diese beiden ganzen Zahlen auf dem Zahlenstrahl auch Q' und Q' plus 1 sein. Die können nicht woanders liegen. Ja? Sodass Q gleich Q' sein muss. Das liegt lediglich an der Position meines Bruchs auf dem Zahlenstrahl.